Hans-Werner Olm kommt aus Berlin und ist Schauspieler, Kabarettist und Parodist. Sein aktuelles Programm handelt von der Vermarktung der Gefühle, von Liebe und Sex, beziehungsweise von dem, was dafür gehalten wird. Um es mal so zu sagen, der Titel ist Der macht die Gefühle. Ich sehe schon, dass Ihre Fantasie anfängt zu arbeiten. Sie sehen jetzt ein paar Ausschnitte. Männer beim täglichen Anbaggern. Hans-Werner Olm. Ich habe sie alle gehabt. Die Schwarzen, die Blonden, die Roten, Brünette, Gefärbte, mit und ohne Haarteil, welche mit Vollperücken. Ich habe auch mal eine mit einer Glatze gehabt. Und eine war dabei, die hatte gar keine Haare. Aber ich habe sie gehabt. Bei mir. Nie bei denen, das kann man nicht kontrollieren. Habe ich recht? Wenn du eine Frau zu dir einlädst, muss alles stimmen. Du musst alles unter Kontrolle haben. Kein Zufall. Kein Telefonklingeln im falschen Moment. Keine ehemalige, kein Klempner. Nur du und sie. Ich will euch mal ein paar Tipps geben. Ich glaube, ihr könnt sie gebrauchen. Also du erwartest sie. Dann regel alles in deiner Wohnung. Kein Staub. Das richtige Licht. Das heißt, in jedem Zimmer ein Dimmer. Kein Parfum, denn der Duft geht von ihr aus. Aber wasch dich vorher. Die Stereoanlage muss an sein. Achte auf einen satten, mittig bis bassigen Sound. Frauen hassen hohe Töne. Sie produzieren selber genug. Am wichtigsten ist die Toilette. Ich sage nur pieksauber. Wenn du clever bist, hast du alles da. Tampons in jeder Größe. Carefree. Camellia, hakelfeucht, aber unauffällig. Wenn sie bei dir klingelt, dann zieh bloß nicht wieder diesen hässlichen Frottee-Bademantel an. Den du billig bei Karstadt eingekauft hast. Wenn schon, dann Seidenmantel mit Halstuch und ein Taschentuch mit Monogramm. Denn irgendwann wird sie vielleicht weinen. Wenn sie drin ist, biete ihr erstmal einen Drink an. Immer auf Wodka-Basis, da schmeckt man den Alkohol nicht so. Nach dem vierten, fünften Drink und Lionel Richie ist es dann soweit. Du zeigst dir das Allerheiligste. Abgedunkelt, 24 Grad Celsius. Keine Blumen, drei Kerzen.
Massageöl und Kondome, aber ohne Tralala, ohne Noppen und so weiter. Nimm einfach London Gefühlsecht Natur, habe ich recht. Und dann bietest du eine Massage an. Zuerst auf dem Rücken. Am Anfang schämen sie sich immer etwas, aber das gibt sich. Nimm 50 Milliliter Süßmandelöl. 4 Tropfen Rosenöl. 3 Tropfen Bergamott. Und 3 Tropfen Sandelholz. Und wenn du sie massierst, dann sag ihr was Nettes. Und wenn du singen kannst, ich habe gesagt, wenn du singen kannst, dann sing. Vor allen Dingen, kauf dir Seiden-Satin-Bettwäsche. Die rutscht immer runter. Und du kannst sie ab und zu mal nackt sehen. Und wenn sie sagt, mach es mir härter, dann tu es. Und frag nicht, wie härter. Vor allen Dingen widersprich nie einer Frau. Warte ein paar Minuten, dann tut sie's von selbst. Ich meine das Widersprechen. Vor allen Dingen tu es immer so mit einer Frau, wie du es für dich selbst tun würdest. Denk zuerst an dich. Der Orgasmus kommt von alleine. Bei beiden. Okay, das war's von mir. Tut es. Samstagabend, 17.1975, 18.35 Uhr, Sekunden, meine Damen und Herren, liebe Hausfrauen und Schwierige vom Schrottplatz Deutschland, hallo Gott aus Berlin. Ich stehe gerade, wir fangen mit meinem Tempo, Halligalli anstammen, wir fahren rückwärts, das mit der Startnummer 6, ein alter Roland-Kaiser-Titel. Er und dabei mit Bata Ilitsch und was Sie wollen, meine Damen und Herren. Wir machen, ja, vielen Dank, meine Damen und Herren, ich bedanke mich recht herzlich, ich bedanke mich. Klaus, fahr noch nicht ab, fahr noch nicht ab. Meine Damen und Herren, diese Ansagen habe ich vor etwa 15 Jahren gemacht, dann habe ich gesagt, Hector, habe ich gesagt. Hector, alter Junge, habe ich gesagt. Hector, du altes Haus, du alte Schlappe, habe ich gesagt. Veränder dich, du musst etwas anderes machen. Dann kam mir eine großartige Idee. Ich bin zum Privatsender OLM und habe mir gesagt, habe denen ein Konzept angeboten, das so geht. 6 Liedermacher treten hintereinander auf. Nun werden Sie sagen, was ist das schon? Weil es gibt mittlerweile so viele Liedermacher, dass man da mit dem Ignorieren eigentlich gar nicht mehr mitkommt, nicht wahr? Und über was soll man eigentlich noch singen, habe ich mich gefragt. Und dann kamen junge Leute zu mir und sagten, Hector, warum bist du nicht mehr in der Hitparade? Uns fehlt das Feindbild. Da habe ich denen gesagt, wartet ab, der Hector kommt wieder, der alte Junge kommt wieder, nicht wahr? Und dann habe ich diese 6 Liedermacher gefunden, unter Tischen, in irgendwelchen Kneipen lagen sie unter Brücken und so weiter. Da habe ich gesagt, Jungs, ich biete euch ein Konzept an. Habe meinen alten Freund Drafi Deutsche angerufen und habe gesagt, du Drafi, hör mal Drafi, hast du nicht da irgendeinen Hit rumliegen für meine Jungs? Er sagte, wie wär's mit Marmor, Stein und Eisen bricht? Ich sagte, das ist gut, das machen wir, nicht wahr? Diesen Titel habe ich den 6 Liedermachern angeboten, jetzt sind sie alle hier. Die Liedermacher Hitparade, meine Damen und Herren, wir beginnen mit Reinhard May. Reinhard May, er hat ja so schöne Lieder gemacht wie Du, du liegst mir im Märzen, du liegst mir im Mai, du liegst mir im Juni, komm auch im April mal vorbei. Ma ja, ich habe gesagt, okay, mit Rainer beginnen wir, weil er ist geistig und körperlich noch der Rickste von allen. Und deswegen, wenn er jetzt kommt, ein Beifall auf der nach 7 oben steht.